Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von Champions of Regnum. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut hier auf der Alsen-Seite und habe so einiges gefunden. Zum Beispiel nochmals 5 Magnanitstücke, aber es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Es sind so wenig Schätze und Gesteine herum und Quests gibt es leider auch noch nirgends. Außer in Monsognir. Und ja, auf der Anfängerinsel war ich gar nicht mehr. Aber hier ringsum bin ich überall gewesen. Und ja, werde es vielleicht mal machen, wenn niemand online ist, also morgen früh, je nachdem. Also wird es wahrscheinlich diesmal auch wieder keine Magnanitenwaffen geben. Außer es gibt dann genug Fans, die mit mir ein bisschen spendieren, Magnaniten. Und ja, ist ja auch nicht so nötig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie stark die sind. Ja, jetzt machen wir Quests, dass wir weiter nach oben kommen. Und dafür müssen wir die Albino-Bären töten. Gehen wir mal zu den Albino-Bären. Scheinbar sind ja die Eisen schon aktiv und die Igen. Aber haben nur 2 Argentinier gesehen oder einfach Spanier. Sonst ist eigentlich nicht viel los hier. Ja, abends werde ich danach wieder 2 Parts aufnehmen. Da dürft ihr gerne dabei sein. Und ja, eben, ich bin meistens, ja, sagen wir, spät vormittags, mittags, früh nachmittags aktiv auf dem Server und abends die ganze Zeit bis spät. Außer ich muss ein paar Sachen hochladen und es laggt dann zu sehr oder sonst irgendwas. Aber das macht es ja nicht. Ja gut, dann gehen wir dorthin. Es hat ein bisschen eine Reisezeit. Ich kann jetzt noch ein paar Sachen erzählen. Ich habe mehrere Deutsche getroffen, die schon, ja, sehr erfreut sind, dass ich wieder anfange, ja, wenigstens zu Let's Showen. Ich will einfach, sagen wir so, ich möchte schon Let's Playen, das Game, aber ich schneide alles, was Langweiliges draus, zum Beispiel das Level. Schon wieder 5? Was ist denn los? Jetzt muss ich aber die Magnetenwaffe haben. Gut, jetzt wurde ich unterbrochen vom Spiel. Seht ihr, das Spiel ist so gemein. Wo haben wir jetzt die Magneten? Da, 17. Okay. Ja, finde ich toll, dass ihr mich wieder willkommen heißt. Manche kennen mich ja noch von... Die haben gesagt, ich hätte 2 Seasons gemacht. Ich habe 4 Seasons gemacht. Also, ich bin noch süchtiger. Ja, und ja. Auch, dass, ja, ich irgendwie gut ankomme, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was wollte ich noch Wichtiges sagen? Ja, da können wir uns wieder so ein bisschen zusammenschweißen, weil die Deutschen irgendwie nicht so beliebt sind auf dem Rasen. Also die Spanier schreiben immer irgendwo auf Spanisch so eine Sache, die irgendwie so andeutet, als würden sie irgendwie die Deutschen nicht so mögen. Vielleicht einfach, weil wir halt einfach Deutsch reden. Aber auch vielleicht, weil wir einfach zu gut sind, oder? Nein, nein, weiß auch nicht. Aber wir müssen schauen, dass wir die Spanier auch
so ein bisschen sein lassen und nicht allzu böse werden lassen. Wir sind keine Bösen, wir sind keine Nazis, oder? Ich werde der größte Rebellierer in der Nazi-Zeit gewesen. Ich hätte wahrscheinlich mich extrem so wie Rambo equipped und dann alle oben. Ja, ich hätte es nicht abgeschossen, aber ich hätte ihnen Angst eingeflößt und den. Ja, nicht den Amis, aber irgendwie so. Vor allem den Italienern, weil die ja so. Geräuchert wurden, nicht geräuchert, ja, Räucherkammer und so weiter. Gas halt. Ja, aber ich bin ja sowieso einer, der Mittelalter liebt, so die Wikingerzeit und Römerzeit und ja, Fantasy jetzt auch nicht so gerne. Aber schon. Also. Wenn es so ist wie zum Beispiel Skyrim, dann ist es wunderbar. Aber ist es so wie World of Warcraft? Da. Ja, ich bin. Sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich bin irgendwie so ein bisschen ein World of Warcraft-Feind. Ja, nein, nicht Feind, aber einer der überhaupt nicht versteht, wieso die Leute immer so fanartig machen müssen. World of Warcraft, sage ich jetzt mal, ist eher so ein bisschen eine Geldverschwendung bis Grinding. Und das richtig Tolle, das existiert nicht. Ich habe längere Zeiten, habe ich es mir angetestet, bin sehr weit nach oben gekommen. Und ja, die Spieler sind frech. Die Spieler geben überhaupt nicht diese Waffen, die du brauchst und auch wolltest, oder? Und gehörnter Helm. Es ist einfach dieser Hype, auch von Hearthstone und Overwatch. Es ist einfach dieser Hype der Spieler von Blizzard, so an sich haben. Das macht sie unsympathisch und ja, nicht gerade nett. Und so Spiele wie Champions of Regnum haben das einfach gar nie abbekommen, diesen Hype. Obwohl es eigentlich auch nicht ein schlechtes Spiel ist, oder? Das Problem ist einfach, Champions of Regnum hat halt von allem ein bisschen wenig. Es fehlt an Content. Und es war früher schon mal so richtig laggy und buggy und alles mögliche. Aber ich liebte das schon so extrem in der Closed Beta. Ich dachte wirklich, Champions of Regnum wird das nächste super Rollenspiel. Endlich mal so richtig Krieg machen mit anderen Spielen. Ist es nicht geworden. Die Spieler sind einfach nach der Open Beta eigentlich wieder abgehauen. Fand ich irgendwie. Naja. Frech. Aber so sind die Spiele. Die Spiele schauen lieber auf andere, wie sie. Ja, nachhypen können, als mal etwas richtig Spannendes und Cooles zu spielen oder so. Ja. Das ist es halt einfach. Also, es. Aber da kann ich jetzt nicht zu viel sagen. Ich will jetzt auch nicht jemanden anprangern, dem es so zutrifft. Aber es wäre doch toll, wenn die Spieler einfach das spielen, was ihnen am besten vom Spaß her und so macht, als irgendwie nachzuhypen. Ihr werdet auch nicht besser, wenn ihr die ganze Zeit der Beste sein müsst und alles Mögliche. Die besten Fußballer sind zum Beispiel die, die am wenigsten Ruhm haben. Und nicht Ronaldo, nicht Messi, nicht Neymar.
nicht. Weiß auch nicht. Müller. Müller schießt zwar Tor, super, aber er bekommt auch die besten Bälle über. Also Mitspieler sind auch gut. Hier in Champions of Regnum ist es wahrscheinlich auch so. Die besten Spieler sind ohne ihr Mitspieler überhaupt nichts. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Ruhm habe, ja, dann muss ich doch auch beweisen können, dass ich super bin, oder? Wenn ich am meisten Schaden mache, weil ich am meisten Items geschenkt bekomme, dann ist es ja auch nicht so das Wahre, oder? Also ein Machtgewand. Ja. Nehme ich mal mit. Es ist leider sehr teuer, diese Sachen aufzubewahren. Und deshalb ist es nicht gerade so wichtig, jetzt das Sachen mitzunehmen. Aber ich bin ja ein Let's Player, Shower. Ich kann die Sachen auch für den also an den Mann bringen. Ich werde sicher dann bald ein Itemsklave, der einfach Items trägt, damit er sie ja von anderen Spielern ja, wie sagt man dem? Ja, weil sie einfach geschenkt bekommt oder sagt ein Spiel zum Beispiel, ja, ich habe hier ein Item gefunden, das wahrscheinlich recht gut ist. Spaß mal auf und sag mir, wenn jetzt jemand das anbieten will oder so. Und dann muss ich das ihm wieder das Item geben. Handelsopfer. Handelsopfer. Oh je. Oh, ein Bogenschützenhandschuh. Gut. Ah, hier habe ich noch so einen Aufschlittschaden-Bonusstein gefunden. Ja, ist eher so für den Barbar. Denke ich jetzt mal. Wer so Barbar ist und einen Stein gönnen möchte. Ja. Aber ich möchte eben nicht allzu viel in der Let's Play darüber sagen. Wer es findet, der kann es haben. Wer es nicht findet, der muss es halt übersehen haben. Es ist halt auch noch nicht viel aktiv. Also, die Spieler sehen die Parts an. Ja, super. Die Fans, die liken. Und ab die Videos werden nicht so ganz gut geschaut. Schaut die Video ganz. Ihr werdet viel entdecken in meinen Let's Plays. Ich mache sie extra so spannend, dass sie so gut wie möglich den ganzen Part lang interessant sind. Ja, wenn ich leveln muss, dann muss ich leveln. Wenn ich questen muss, muss ich questen. Aber ich rede ja sehr viel nebenbei und ich hoffe, es gefällt euch. Und, ja, wenn dann die Reichsschlachten anfangen, werden die Parts dann auch sehr viel aktiver. Und die haben dann das Pech gehabt, damit, dass sie nicht früher dabei waren. Ja, aber ich werde da nicht wieder einen anderen Charakter anfangen und für euch Items farmen. Ich bleibe bei diesem Charakter, werde vielleicht einen Muli nehmen, aber sonst nichts. Ich will der kleine Hase sein. Der kleine Hasejäger, der so etwas von passiv und scheu ist in den Fortschlachten, dass er unerwartet stark und oh, viel Schaden anrichtet. Ah. Hm, lecker. Ja. Ich bin der böse Timo. Kennt ihr Timo von League of Legends? So bin ich. Ja, ich bin kein Jäger, aber ich bin trotzdem so richtig James Bond-artig. Ja, toll. Ah doch, da geht's nach oben. Gut. Was ist mit dem Heizofen? Ratten räuchern. What the fuck? Ja, liebe Entwickler, wieso macht ihr Fallschaden, wenn man hier runterfällt? Also, ihr seid so böse. Ihr seid böse.
Entwickler. Wie heißt denn jetzt die Entwickler schon? Naja. Muss es ja nicht sein. Ihr wisst es. Ich nicht. Ich bin sowas von unfähig. Nein. Ich bin einfach nicht so der Namens behalte. Dann mache ich auch überhaupt eine Spielerliste, damit ich sehe. Ah, das war der schon wieder und das der. Weil ich hab's beim 100. Part habe ich gemerkt, ich habe die Spiele gar nicht mehr gekannt, also ich habe die Spiele nicht mehr zusammen, ja, der ist der und der ist das, sondern habe dann einfach den Spielname gesagt und ein paar habe ich noch falsch ausgesprochen und dann habe ich gerade die Liste so bei mir. Flauschi, wo bist du überhaupt? Ich habe dich mal als Freundin hinzugefügt. Wollen wir heiraten? Nein. Und der andere kann ich auch mal kurz nachschauen. Ja. Das ist Warband. Hallo? Da. Was? Sadie oder Katie? Katie. Nein, Sadie. Ich kann wieder super schreiben. Ja, du bist der größte Fan, Sadie. Und ich habe dich falsch ausgesprochen, hundertprozentig. Aber ich lern's noch. Ja, ich bin Schweizer. Ich bin schwer vom Begriff. Nein, ich bin schlecht im Reden. Ja. Und Hasen sind auch nicht so gescheit, oder? Genau hier. Hier drin. Hallo! Ja, man steht. Man hängt auch überall fest. Also jetzt reicht es mir langsam. Hier oben. Ah, geht doch. Ja, gut. Was? Schon wieder Ratten. Immer Ratten. Immer diese Ratten. So, und die kann ich auch noch annehmen. Ja, 4 haben wir. Jetzt haben wir 5. Ja, ist ja jetzt gut. Ich verstehe es ja. Das Spiel ist ein bisschen Zeit. So. Ich muss echt mal ein Satire-Video machen über die Fehler von Regnum. Sie ist so ein bisschen hart, nehmen die Fehler. Ich will die Quest nicht. Mann, Entwickler. So kann man die nicht ausblenden. Die Quest, die man gerade nicht annehmen will, einfach ausblenden. Noch eine Quest. Geht's noch? Sind wir schon Level 15, jetzt gehen wir noch zum Jägertrainer. Ja, der war da hinten irgendwo. Ich weiß es so langsam. Ah, da ist ja der Schützentrainer. Nicht Jägertrainer. Trainieren. Ja, jetzt muss ich schauen. Angriffsreichweite ist jetzt nicht so meins. Noch nicht. Schlangenbiss könnten wir mal machen. Oh, aber Geschicklichkeit, das ist konstant. Nein, das ist 40 Sekunden. Hä? Wieso steht denn konstant? Ja. Meditation. Das sind alles so unnötige Skills. Ich will nicht alles buffen müssen. Dann mache ich das hier noch. Und Schlangenbiss. So. Jetzt muss ich mal da Schlangenbiss ausrüsten. Und nämlich diesen Ding mal weg. Das ist. Das sind keine Stunts, das sind Mikro-Dünnchen. Hi. So viele Quests haben wir noch. Also müssen wir noch dort hinten hin. Gut. Ja, Bier mit seltsamer Flüssigkeit. Ja, genau.
dann ist das der nächstbeste Bogen. So, ja, die zwei Bögen habe ich von Flauschi. Ich glaube, von Flauschi bekommen. Die lasse ich mal. Stachelpfeil 14, 15. 15, 11 bis 17. Wieso so schwach? Ja, lasse ich die mal. Und, ja, was habe ich für ein Ding? 102 von 113. Ich muss mal die Sachen verkaufen. Hä? Wo ist da ein Händler? Am Schmied gehen. Verkaufen wir die Sachen. So. Okay. Ist nichts wert. Gut. Also jetzt haben wir einen besseren Bogen. Wir haben... Was haben wir noch besser gehabt? Die Handschuhe waren da einmal noch besser. Ja. Zumindest ein Bow. Gut. Also, dann haben wir hier irgendwo noch ein... Genau. Der braucht das Bier mit seltsamer Flüssigkeit. Ah, der Kahn. Aus angewidertem Gesichtsausdruck. Als würde bei diesem Hasen... Ich finde, die Hasen sehen aus, als würde es ein Kleinkind, sorry für die Entwickler, aber ein Kleinkind gemalt haben, das unter Drogen stand und Anime-Fan war. Ja, genau das ist... Sorry für die Lamia-Fans, aber mir gefällt sie nicht. Tut mir leid, das ist mir gespuckt. Aber ich habe sie genommen aus einem Grund. Es sind die besten Schützen in Alcius. Nein, ich wollte ein Lamia eigentlich schon immer sein im Spiel, weil sie so unauffällig sind und so ausgeglichen. Und sie haben ungerade Startzahlen bei den Attributen. Jetzt bin ich schon überlastet. Was habe ich jetzt bekommen? Was eine Frechheit. Also, ich habe genug Geld. Jetzt gehe ich mal zum Lagermeister. Jetzt muss ich nur wissen, wo der Lagermeister ist. Wie er heißt überhaupt? Ich bin verloren in Monsognin. Verloren in Monsognin. Ich will aber hier hoch. Ja, dann muss ich da noch machen. Da. Ja, da oben. So. Boah, das habe ich ein ganzes Let's Play immer gemacht. Ich will nur noch durch und hochkommen. Ja, das macht es am besten auch einmal im Spiel. Außer ihr wollt halt die Meinung ändern, aber da dürft ihr auch kurz hochgerascht werden. Kann ich ja auch manchmal helfen, wenn es geht, überhaupt gut geht und so. Aber ich muss Zeit haben natürlich. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach diesem... Wieso ist der eigentlich nicht irgendwo an einem Platz, also wo man ihn direkt sieht? Ist er, das ist ja nur der Schmied. Ist das der Beschwörtrainer so? Ah, da. Ich glaube, es ist der Händler, oder? Ja. Also. Account-Lager.
Ist teurer, ne? Ist 8000. Also, ich lagere ein. Den gehörnten Helm. Nochmal einen gehörnten Helm. Einfach das Schwere. Das Schwere. Jetzt muss ich schauen. Hallo? 2 Kilo. 2 Kilo. Was heißt 2 Kilo? Das macht doch keinen Sinn. Ja, es ist 5 Kilo, 5 Kilo, 4 Kilo. Ja, da haben sie richtig mit 3 Kilo. Okay, lage ich mal das ein. Recht viel Geld vergeudet, glaube ich, für ja, 7000. Und, ja, müsst ihr einen 1000er Batzen dazu geben, wenn es sie wollt. Nein, nein, nein. Geld ist ja nicht wertvoll. Gut. Das ist wieder oben, hä? Tenax auf Angriff versiert ist. Sind das die Eisen, hä? Fertig. Habt ihr es nicht geschafft? Er blinkt nicht. Haben wir eigentlich auch eine Arena? Da ist die Arena von uns. Und hier war sie hier oben, ja. Ja, gut. Wir haben 5 Quests. Machen wir weiter, kurz alle abgeben. So. Und hab doch eine noch hier. Nicht? Okay, dann nehmen wir die Quest hier an. Gut. So. Oh, Amulett der Macht. Prima. Also, folgen wir mal diesem Symbol auf der Minimap. Hä? Okay. Junge, greift diesen doch drüben. Hi. Wir sind die besten Entwickler. Wir machen Grindquests. Das wird jedem Spieler gefallen. Hier ist der Grindquest. Nach dem Schlangenpfeil. Ah. Oh, Stinke. Stinke, Dinke. Und es fängt an zu schneien. Gut. Boah, diese Aufladezeit. Frechheit. Gut. Fertig. Magie, Macht gewonnen. Okay. Ja, minus. Dort vorne, ja. Das sieht man auf der Minimap. Jetzt sieht man es auf der Minimap. Ah, jetzt ist es mit dem Wolf. Der Portos Alza Akato aus Dagnos Ascuro. Was, der kann Spanisch und Deutsch? Ah nein, aus ist wahrscheinlich nur der deutsche Name. Weiß ich, ob das deutsche Spiel habe. Ist ein Spanier. Ein Argentinier. Ein Stierbauer. Gut, hier müssen wir junge Lucani. Stinke Lucani. So. Und einführen. Ganz knapp. Also, das ist unfair. Ich bin so ein unfairer Spieler gegen Mobs. Das geht mal gar nicht.
Die nächsten Opfer sind hier. Die wollen aber nicht. Wieso will er nicht? Das ist unfair. Ja, jetzt aber. Hallo. Ah, ich will wieder Langbögen haben. Das ist ein richtig guter Langbogen. Da haben wir viel mehr Reichweite. Stinkepfahl los. Schon fertig. Dann müssen wir noch hier hin. Der da. Da. Penstille Mom. Übersetzer, habt ihr geschlafen? Gut. Dann haben wir hoffentlich alles. Da unten ist auch noch etwas. Ah, in dem auch noch ein Trank geben. Tolle Quests. Also das ist ja mal hammermäßig. Was machen überhaupt diese Tiere hier? Einfach nur Quests. Naja. Realismus ist ja nicht so eine Sache von Regnung. Ist aber auch gut so. Auch wenn ich so richtig Gothic-Fan bin und so Realismus liebe. Zu viel Realismus schadet dem Spiel natürlich auch. Und man muss das so entwickeln, dass es halt einfach optimal ist. Und dafür braucht man Trager Basler. Das ist einfach Pflicht als Entwickler. Ich muss ein Spiel haben. Ich sage euch, wie ein Spiel geht. Und dann ist es das Beste auf der ganzen Welt. Ja. Trainwright-Trager. Oh, kleines Frettchen. Zwei kleine Frettchen töten. Zwei kleine Frettchen sahen den Drago. Sie hörten einen Pfeil fliegen und dann durchbohrte ein Pfeil, zwei Frettchen und bumm. Voll gereimt, oder? Ja, ja. Da oben sind die kleinen Frettchen. Hat die jemand weggefarmt? Ich mag diese Bewegungsgeschwindigkeit nicht, da komme ich nicht vorwärts. Es ist in der rosa Monster. Du da, gib mir die Frettchen zurück. Da ist eins. Bekommen die kein Dot über Duellantenbogen? Schwach. Das ist. Ja, wie groß bist du? Schwer, okay. Was ist denn da ist just los? Redet niemand. Gut, dann haben wir das. Dann müssen wir gleich mal nächstes planen. 5 Yeti. Jetzt müssen wir aber die Yeti noch finden. Wieso bist du ein Jäger, Zwerg? Das macht keinen Sinn. Naja, muss ja nicht unbedingt der Stärkste sein, sind ja nur die Attribute, die anders sind, aber... Ist eigentlich irgendwie noch cool, Zwerg sein als Bogenschütze. Vielleicht braucht er ein Gewehr. Ja, wo sind jetzt die Yetis? Tötet 5 Yetis. Bei Ding. Da oben. Okay, dann gehen wir nach oben dort.
in diese Kristallhöhle. Ja, in der Schweiz gibt es viele Kristallhöhlen, Gletscherhöhlen, wo es so richtig farbig drinnen ist, ohne Licht oder so. Also ohne künstliches Licht, nur durch das Durchscheinen der Sonne und so weiter. Das ist wunderschön. Ja, solange es Gletscher noch gibt, müsste man die anschauen. Ja. Oh, der Part ist schon lange. Wie viel GA-Team ist mit Täten? 5. Oh, die Musik. Das ist jetzt mal gute Stimmung. Sind die schwach? Das ist eher so Bibel, also Kirchenmusik. Aber passt. Ja, schieß doch endlich. Das ist die Klunkerkluftmine aus Donkey Kong 64. Habe ich erst das Let's Play gesehen bei Dom Tendo. War aber... Nein, das war bei Let's Play Markus, oder? War aber... ja, was soll ich sagen? Sind halt eben so eher die Werbe-Let's Player, die halt nicht so die richtige Stimmung rüberbringen zu den Games. Trotzdem schaue ich sie natürlich, weil ich ein Nintendo-Fan war und eben noch bin eigentlich. Außer Pokémon. Ich hasse Pokémon. Nein, ich hasse... Ja. Ich mag Pokémon Rot, Blau, Silber, Gold, Kristall. Bis dann. Die mag ich. Die waren richtig toll. Alles andere war dann nur noch Aufwärmkost. Und für mich halt danach nicht mehr so speziell. Also, Pokémon ist ausgequetscht und wird immer ausgequetscht sein. Ja, vielleicht, sag schon. Wie heißen die neuen Versionen? Ich bin gar nicht informiert. Ah. Sonne und Mond. Genau. Die haben ein paar Neuerungen, aber die sind für ganz, ganz Anfänger. Nicht für Profis. Vielleicht kommt dann später noch eins für Profis, aber naja. Ich habe mir ein 3DS gekauft, 3DS XL, einfach die ganz coole Version vom 3DS. Und ich habe ein paar Spiele gekauft, ja, 4 Spiele habe ich gekauft und habe es meiner besten Freundin verschenkt, weil sie das Geld hatte und ich... der arme Schlucke war. Hat sie mir ein bisschen Geld geschenkt. Das ist doch super, oder? Ah ja, okay. Sie hat es mir abgekauft. Ja. Na gut, das war's mit einem kleinen, längeren Part. Ich bin gut drauf. Dann gab's den ein bisschen länger und ich hab's vergessen abzubrechen. Naja. Jetzt machen wir hier noch die Quests. Beenden wir die Quests noch. Und danach. Ja, ist der Part vorüber und der nächste Part kommt dann spät in der Nacht oder morgen früh. Ja, das ist wieder mal toll. Das ist auch ein bisschen Chips gewesen, denke ich mal. Ja, was willst du jetzt noch? Frechheit. Gut. Haben wir das auch noch. Und jetzt? Ja.
nur noch anzunehmen. Nehmen wir noch eine Quest an. Also das ist Erika Alma Beckenbauer. Habt ihr gesehen, da ist Finnland. Sie wollten es anspielen auf die Wikinger. Super gemacht. Und es gibt auch noch Kultures Entdeckung von Finnland mit V. Ja. Das ist auch einer meiner Lieblingsaufbauspiele. Werde ich vielleicht auch mal Let's Playen, wenn ich das Spiel wieder irgendwie bekomme. Da oben. Gut. Müssen wir alle mal ringsum, aber irgendwie. Wo denn? Da. Das größte Mysterium. Wo ist diese Quest? Die muss hier oben sein. Beckenbauer. Naja, dann halt nicht. Also, Dankeschön fürs Schauen. War ein toller Part und der nächste Part wird hoffentlich auch so toll. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, euer Drago Basler. Bye, bye.